So, jetzt bin ich mal gespannt. Zurücklehnen und genießen, oder? Erster Akt. Ja. Und in jedem guten Stück muss irgendeine Pussy zu sehen sein. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen. Drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Ah, hau weg. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Ja. Denn Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich tue es daher ohne Sinn oder Maß. Haha! Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Hat er uns gerade hirnloser Hexer genannt? Ich meine, gut, es ist eine Alliteration, ja, aber trotzdem. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund. Zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach. Kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht unter den Gästen. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Wow. Gott, ich möchte im Erdboden versinken. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Und dann wird dir ruckzuck die Unschuld geklaut. Oh, Liebster, mein Ja. Wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Gott, jetzt versetzt euch ja mal rein, ey. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Ein Doppler. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wär. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Bosheit im Herzen. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke. Auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Wer Doppler nicht lieb hat. Wer Doppler nicht lieb hat, der ist nicht ganz dicht. Ja! Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Ich glaube, danach würde ich mich nie wieder auf die Straße trauen. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Na, da haben wir auch die Narbe. Also los, Meister! Rauf da! Komm, rauf du! Auf die Bühne! Uff, jeder hat! Werf
Werft den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Hat sich auch das hübscheste Gesicht ausgesucht. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Beruhigen Sie sich. Ja, doch, so im Nachhinein haben wir doch alles richtig ausgewählt, oder? Oh, 5 von Erfahrung für ein bisschen... Läuft. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nope. Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich. Es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins. Du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Wer bist du nach dem Kampf bei Hurensohn? Nee, Quatsch, wie bist du bei der nach dem Kampf nach, bei Hurensohn entkommen? Oder warum? Das können wir mal nachfragen. Warum hast du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Naja, nicht ganz, ne? Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber... Ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Wow, soll er sich in Ciri verwandeln? Na, läuft. Und Anna auch dir einen wunderschönen guten Tag. Und Beard B, wow, du bist mit 16 Zuschauern auf der Startseite. Ich glaube, da bist du ein bisschen fehlinformiert. Das ist dann nicht die Startseite, sondern das Roulette. Ja, that's it. Aber auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Doch, komm, zeig's uns. Verwandle dich in sie. Voll weird. Ja, kannst du aber die Klamotten direkt mitwechseln? Also ist er effektiv eigentlich nackt unterwegs? Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Oder liegt er jetzt gerade falsch, wenn er im Prinzip bei der Verwandlung nicht seine vorherigen Klamotten trägt, sondern dann die Klamotten von Ciri jetzt gerade in dem Fall? Müsste er auch die Klamotten ständig wechseln. Und dementsprechend gehören die Klamotten mit zu ihm. Also die Ursprungsgestalt von ihm ist dann eigentlich nackt. Oder? Dann müsste aber auch das nicht seine richtige Gestalt sein. Theoretisch. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun?
Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Soll sie ihn darstellen? Verwandle dich einfach in ihn. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Yes. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Er wird komplett und? Auf sich selbst gestellt, ne? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Genau so ist es. 20 Kronen. Ich habe 20 Kronen bekommen. Ich habe für die Eintrittskarte 50 bezahlt. Da ist schon irgendwie, ne? Schon nicht ganz so ausgeglichen, oder? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss gerade mal schauen. Wir müssen jetzt hier rüber, ne? Könnte ich eigentlich den Schnellreisepunkt hier zum Weizen, zu den Weizenfeldern nehmen? Wo ich wieder die Kinder nicht anstarren darf. Passiert. Bei einem Sturm. Oh, warte mal, ich muss kurz einmal markieren. Mal hier. Aber nicht vor Pelagon. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Ich glaube, ich habe ein Level abbekommen, oder? Hört sich ganz danach an. Ich meine schon, können wir gleich mal nachschauen. Aber zunächst machen wir kurz einmal Schnellreise. Ich diene dem ewigen Feuer. Ja, bla bla bla. Ist mir egal, wen du dienst. So. Hier. So. Bringt das jetzt überhaupt noch was? Ich glaube schon, oder? Ah. Sollte passen. Komm, Plätze. Mach hinne. Wir haben noch keine Zeit. Komm ran da. Und rüber. Ja, wobei, jetzt dürfte eigentlich kein Kind hier auf der Straße unterwegs sein. Oder auf den Feldern. Je nachdem. Ach, nee. Du musst uns durchlassen. Hab doch eine. Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Noch einer? Los, lauf mit den anderen nach Hause. Herr, hab doch Gnade. Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch. Schiebt ab, sonst lasse ich euch aufspießen. Er reitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Lass sie durch. Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Ah, komm, jetzt können wir wieder unser Jedi-Trick machen. Let's go. Lass die Leute durch. Jawohl. Ihr habt halt einfach drauf, ne? Danke. Wir können nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Viel Glück! Hat er mir jetzt... Warte mal.
Hier irgendwo so ein Grab sein oder was? Mit irgendwelchen krassen Schätzen? Hätte er mich nicht mal irgendwie dahin führen können? Geht es dir gut, Herr? Ach, also, was? Wenn du mir geht jetzt noch... es dir gut, Herr? Okay, never mind. Ich glaub, wir machen direkt weiter. Oder eventuell schneller. Da lang. Warte mal, ich muss kurz mal hier einmal schauen. Wenn er mal reiten würde. Reite, Plötze, reite! Bisschen querfeldein, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist, oder? Nö. Ach, ist ja lame. Wie soll ich das denn finden? Wie soll ich das denn finden? Ich mache querfeldein, Freunde. Let's fetz. Ich muss da, glaube ich, eh hier irgendwo hoch für den Hinterhalt. Ah, guck an. Hey, Sultan! Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Das wäre durchaus verdächtig. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Toller Vergleich. Toller Vergleich. Hat er super gepasst. Schick mir jetzt wieder nach Hause oder... Komm, kann bleiben. Na gut, sie kann bleiben. Bin nett. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwind? Nee. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Ich guck zu. Gut, du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Muss ich die jetzt abschnetzeln? Ich verstehe immer noch nicht, warum die dieses Teil über der Nase haben. Damit der Kragen einfach hochsteht oder was? Sieht doch voll bewamst aus, oder nicht? Aber naja. Okay, der sieht jetzt auch nicht viel besser aus, der Zwerg. Bumpet! Ja, wenn ein Baum auf mich drauf hätte, habe ich es nur im Rücken. Okay. Hilfe! Rittersporn. Verdammt. Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Okay, let's fetz, Freunde. Los, lauf! Weg hier! Schießt nicht auf mich! Hier sind sie durchgerannt. Hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Wir haben ja Gott sei Dank unseren Hexersinn. Alles cool. Du meinst, muss ich nicht ganz so schnell machen. Oh, ich scheine aber richtig schnell gemacht zu haben, ne? Vor allem, warum? Wer kommt auf die Idee, wenn man überfallen wird, das Erste, was man macht, erstmal den Gefangenen irgendwie... Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Na gut, zwei Reiter. Erstmal den Gefangenen wegzuschleppen. Was ist Beruhige das hier dich, Plötze. Das sind nur Bienen. Ah. Los. Wobei, das ist Honig, ne? Vielleicht gar nicht mal so verkehrt.
Weil ich glaube, da ist gar nicht mal so viel drin. Honigwabe. Jetzt habe ich gedacht, könnte ich den übelsten Reibach machen. Da ist immer nur eins drin. Ne, nö. Machen wir direkt weiter. Reite Plötze, reite wie der Wind. So, hier sind es schon mal dem. Nee, hier sind sie vom Weg abbekommen. Hä? Jetzt, Alter, wie ist denn der geritten? Hat er gesoffen oder was? Langsamer. Hat er irgendwas verloren hier? Wait. Untersuche. Zerknülltes Papier. Der Tag, mein Liebchen, an dem du mir das Herz mit kühler Ablehnung brachst. Es muss ihm das Herz gebrochen haben, sich von diesem Lied zu trennen. Probably. Alter, voll der Sonntagsreiter, ne? Ich sag es euch, voll der Sonntagsreiter. Hufspuren. Ah, wobei, hier vielleicht? So viele Fremde in der Stadt. Der ist hier durchgeritten nur, ne? Ne, wobei, hier hat er... Ich muss mal kurz euch angehalten. Da liegt doch was. Und es auch nochmal an. Wait! Riecht bekannt. Ist das nicht sein Hut? Ist das seine Mütze? Rittersporn benutzt es eimerweise. Die Spur sollte eindeutig sein. Ach, hat er versucht, diese ein bisschen abzulenken, wa? Hier gehen nämlich auch noch Spuren weg. Warum nimmt er jetzt die Mütze nicht mit von dem? Ich gehe mal einfach davon aus, dass Rittersporn seine Mütze danach wieder haben möchte. Oder es ist einfach seine Ersatzmütze. Kann natürlich auch möglich sein. Einfach die Ersatzmütze. Mütze, Freunde. Aber hier scheint ja schon nicht mehr zu Pferd unterwegs gewesen zu sein. So eine Hexe sind es echt nicht verkehrt, ne? Echt nicht verkehrt. Was hast du denn erwartet? Dass ich ihm die Beine abhacke? Ich wusste nicht mal, was er überhaupt wollte. Meinst du, jemand hat geplaudert? Wenn Riesenwilli wieder voll war und über die... Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Was ich mich jetzt so ein bisschen wundere ist, ja, dass die ja scheinbar doch mit dem Pferd hier hingemacht sind. Warum sehe ich denn hier mit meinem krassen Hexersinn keine Hufspuren mehr? Komisch, oder? It's just me. Hey du! Hallo. Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Pech gehabt. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Lass mich raten, hinter Tür. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. War ja schon fast irgendwie abzusehen. Okay. Erstmal hinten einmal in den Keller. Vor allem, das scheint so ein übelster Backup-Plan zu sein, ne? Als ob, das hat man auch meistens immer in so Schlössern. Ja, falls ein Schloss angegriffen wird und die können das nicht mehr halten, dann haben die für die adlige Familie irgendwie noch so einen Geheimgang, der dann aus dem Schloss rausführt. Mach mal auf hier. Mach auf. Jung, Geralt, mach doch einfach auf. Mach's doch nicht so kompliziert. Alter. Sieben Stunden später. Warum krieg ich das nicht auf? Warte mal, von der Seite muss ich stoppen. Ah, jetzt. Ein bisschen kompliziert, ja, aber wir haben es hinbekommen, woher Freunde. Weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Nein, doch keine Mächte. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Okay. Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren, krasser Shit. Wir nehmen einfach alles mit, Freunde. 100 Goldbarren, nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Pankratz, Viscount der Lettenhofe sein. I see.
Viscount, bitte, dich nennt doch jeder Rittersporn. Das, mein Freund, nennt man... Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Nein, hörst du gar nicht. Nein, weißt du, ich und dein Knebel, wir passen nicht. Warte, ich muss noch looten. Geht sofort los. Rittersporn, halte durch. Kann sich nur um Sekunden handeln. Sterb. Hi! Ah, sterb, verdammt! Ich möchte nicht. Hallo! Ich möchte nicht. Warte mal, ich muss erstmal wieder. Igni da. Brenn ein bisschen für mich! Also, ein paar halten immer extrem viel aus, habe ich das Gefühl, ne? Da, gleich gibt's Stinkefood-Action. Ich dachte, aber so heftig. Ich hab geblockt. Warum? Alter, willst du mich? Oh, jetzt. Brenn ein bisschen für mich, Baby. Brenn ein bisschen. Ich muss mich kurz einmal heilen hier irgendwie. Stell dir mal vor, ich hätte es auf schwierig. Ich wäre wahrscheinlich schon längst tot. Längst. Ich bitte euch. Boah, der ist voll gut im Blocken, ne? Ah, komm ab. Uncut. Weißt du Bescheid? Rittersporn direkt mit angekokelt? Ja, ich wollte ihn mal so ein bisschen anmachen. Weißt du Bescheid, ja? Und Hase auf Ecstasy, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Freut mich sehr. Ja, oh, warte mal. Wobei, ich glaube nicht, dass es besser ist. Ich glaube nicht, oder? Was ist das für eins? Stahlwaffe. Nee, unsere jetzt ist es besser. Ein bisschen heiß machen? Ich verstehe, yes. Yes. Wobei, so ist er mir echt sympathisch. So ist mir Rittersporn echt sympathisch. Oder? Findet ihr nicht? Alles looten. Jetzt warte kurz. Geht sofort weiter, Rittersporn. Ja, alles cool. Guck hier, warum liegt denn der auch schon wieder so breitbeinig da, ne? Also, ja, wenn es ganz, ganz doof läuft und ich jetzt ausrutschen würde, ne? Dann würden echt Leute denken, dass ich hier irgendwie ein Nekrophil wäre oder so, aber effektiv, guck ich's mal an, die Leichen wollen scheinbar nicht anders. Guck ich's mal an. Der macht hier einen auf Black Swan. Naja, gut. Befreien wir ihn mal. Boah, Chris, bitte beruhigen Sie sich. Nur ein Spaß. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Oh, sorry, tut mir leid. Wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Vor allem, der hat jetzt trotzdem den Hut wieder auf. Ich hab doch vorhin den Hut auf der Straße Silla, gefunden. Scheint wirklich nur so ein Ersatzhut hier gewesen zu sein, oder Mütze. Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Oh, super. Jetzt habe ich den ganzen Aufriss hier gemacht. Für nüscht und wieder nüscht? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Das ist wieder ein Flashback. Supi! Supito! Ist ein bisschen hell, ne? Sieht man, wie blass ich bin. Nein! Guckt euch das nicht an!